Ja, Kevin, ich spring nicht. jetzt wird's hier wirklich warm. Liegt an mir, ich bin so heiß. Oh, Luffy! Lass ihn scheißen! Okay, wir lassen ihn raus. Okay, ja, du darfst. Oh. Ja, man hat zu Glück gehabt, ey, ohne Witz. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Wir befinden uns auf dem MyPlayPlanet-Server und machen einen weiteren Lava-Run. Bei mir ist noch der Kevin von KKV. Hallo Kevin. Ja, guten Tag. Der Luki, der Admin von PlayPlanet, also beziehungsweise einer der Admins. Hallo Luki. Hallo. Und der Alex, den sollte man auch kennen. Hallo Alex. Hallo. Und ihr seht, ne, man kann hier Leute auf Huckepack nehmen. Das ist ziemlich lustig. Und wer bewacht hier? Guck mal, die Tante Emma, die bewacht hier. Ey, der ist voll, der ist voll. Du kannst schauen. Okay. Wir sind ja YouTuber. Gut. Und wir sind jetzt, wie viele Leute passen hier drauf? 20 Leute, ne, für jeden Tower Run? 15. Passen. Plus. Also 15 plus uns. Ja. Okay, gut. Also ihr seht, ne, da passen schon jede Menge User drauf. Wir haben es das letzte Mal zusammengerottet, um zu überleben gemeinsam. Denn ab einer bestimmten Zeit ist PvP an, ja, und dann gilt es, jeden anderen Platz zu machen nach Möglichkeit. Boah, jetzt geht's ab. Und ich würde sagen, diesmal bin ich nicht mehr so viel erbarmen. Scheiße hier, guck mal. Ja, diesmal bin ich nicht mehr so viel erbarmen. Lass mich. Boah, Mist, ich war fast ganz oben. So, los geht's. Ich habe jetzt auch mal meine, wir hatten das letzte Mal ein paar FPS-Drops, ich habe das jetzt ein bisschen geändert, sodass Lava und Feuer nicht animiert ist. Das sollte eigentlich jetzt besser laufen diesmal, ne? Gut. Und ansonsten würde ich sagen, wir hachen wieder so lang, wie es geht, oben aus. Kann sein, dass da diesmal noch ein paar mehr dabei sind, die das so machen. Na doch, ein paar Stockwerke. Ey, wenn der das jetzt zündet, rein, ne? Da ist wieder sein super Internet von Kevin. Die zünden das immer. Nee, diesmal nicht. Diesmal wird's nicht gezündet aktuell. Ah ja, der Hebel ist schon da. Gut. Na, geht's jetzt wieder mit dem Internet? Jo. Und, wo seid ihr denn? Ja, das hoffe ich auch. Aber nee, also... Kevin, früher hattest du immer so Störungen im... Also die habe ich jetzt auch noch, aber... Also er hat immer noch Störungen. Oh ja. Das aber keine mehr im Internet, ne? Das liegt definitiv am Namen. Ja, Kevin, ne? Kevin-Syndrom, ja. Oder was? Ja, genau, genau, genau. In welchem Stockwerk seid ihr? Seid ihr noch über uns? Mann, ja, wir sind alle auf einem Fleck hier. Alex, machst du nochmal hier... Mann, was wollt ihr denn? Moment. Alle laufen wir hinterher. Ach so, alle gehen schon runter, nur wir sind hier oben noch. Ja, haben ein Problem, da werden definitiv ein paar Leute bleiben. Moment, wo seid ihr? Wir sind oben noch. Ganz oben! Seid ihr verrückt? Ja, definitiv. Okay, ich warte in jedem Stockwerk auf euch. Und das ist ja langweilig, oder? Ihr wisst aber, dass da oben eine Bombe ist. Ah, da fließt die Lava. Hallo Lava. Sexbomb, ist da oben. Ja, risk no fun, ne? Bitte, warum bitte? Wir könnten das noch machen, dass hier so Fels, das wäre noch cool, wenn die hier irgendwas noch verfolgen würde, irgendwie so ein Wither oder so auf einmal, weißt du, der so für 5 Sekunden hier spawnt. Oder ein Enderdrache, der Enders Gebäude. Und dann, uns ist mal ein Enderdrache durchs Gebäude geflogen, dann hatten wir so einen 2.11. September, kein Witz. War alles kaputt dann, wo der lang geflogen ist. Muss aus Obsidian bauen. Ja. Das war natürlich ein bisschen uninteressant, ne? Ja, gut. Ja, das Leben ist voll ein Wunschkonzert, ne? Genau. Ja, Alex, du bist, Eintor, du bist unter uns, ne? Ja, ich warte auf euch, ich bin Begrüßungskomitee. Aber das sind immer Leute, die hier abhängen mit uns. Der Zeitwanderer, der Cray Atom. Die sind auf jeden Fall korrekt drauf. Graues Atom. Graues Maffei. Und sogar ein Dorfbewohner hängt da mit uns ab hier. Also wir sind nicht so ganz allein. Hm? Ey, irgendjemand klaut mir die Wolle die ganze Zeit. Was ist das, oder? Überleg die ganze Zeit, ob ich noch einbaue, dass irgendwie random im Spiel einfach mal irgendein Spieler explodiert. Das ist also, nee, das finde ich, wobei ich sagen muss, das ist schon wieder ein bisschen grenzwertig, weil soll ja jeder die gleiche Chance haben. Ich meine nicht, dass es einen tötet, ne? Aber ja, schon, sagen wir mal, gut. So 3-4 Herzen abzieht. Oder dass einer so einen Feuerball abschießen kann, dass man irgendwie so 2 oder 3 Feuerbälle hat, die man dann hier und da zünden kann. Mit deinem Cape, ey. Geiles Cape. Oh. Mann, Batman. Muss ich mir auch mal machen hier. Ja, wie schon gesagt, Ideen in die Kommentare. Das ist kein Ding, das ist kein Optifine Cape. Ja. Genau, Ideen sind auf jeden Fall erwünscht, ne? Könnt ihr bei denen unter das Video posten. Würden wir uns nochmal fett drüber freuen, würde ich mal so behaupten. Weil wir können uns hier nur verbessern. Genau. Wie wir alle hier stehen und bauen wollen. Wir bauen hier einfach eine Decke ab.
Ja, unter uns fängt es an zu brennen, garantiert. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen ein Stück runter, weil die Lava fließt an uns vorbei und macht unter uns alles platt und da kommt man nicht mehr raus. Das ich habe schon zwei Hebel. Warum kann ich Hebel einsammeln, Luki? Weil du es kannst. Weil du atmen bist. Ja, normal Gangster. Sollte ich das nicht können. Doch, wenn du keine Hebel einsammeln kannst, dann kannst du keine Dings. Keine, Oh, der Alarm geht los, Alex. Jetzt würde ich wirklich runtergehen, Alex. Ja, vergiss, was ich sagen wollte. Okay, dann ist der Kern angeknabbert. Dann sollten wir wirklich runtergehen. Da ist wahrscheinlich eine Bombe hochgegangen. Na, das glaube ich noch nicht mal. Ich habe es nämlich nicht explodieren hören. Also, und die Explosion hört man normalerweise. Ich habe keinen Sound. Ich habe keinen Ingame-Sound, warum auch immer. Ich geleite dich. Ich baue die Wolle ab und jemand nimmt sie mir weg. Jetzt gehe ich mal schnell. Ja, oh. Entweder dann kommt noch ein paar Stockwerke höher. Ja, boom, boom. Jo, ja, das Problem gechillt, ist, da ist immer, wo ich bin, ist immer jemand. Das ist das. Hey, was willst du denn hier? Machst du jetzt hier? Ja, es war so klar. das passiert. Bleib hier schnell. Ich sage euch eins, ohne Witz, ihr geht da oben drauf. Hier ist eine Bombe. Oh, ey, Kevin, hier ist Lava. War geil, oder? Shit, wir müssen hier weg. Oh, geil, eine Sternschnuppe, Lava. Ey, wir sollten hier. Alter, was geht denn hier ab? Lol, wer zergrifft denn hier alles? Da vorne ist ein bisschen kontraproduktiv hier zu bleiben, oder? Also ich gehe jetzt auch ein paar Stockwerke tiefer. Alter, serious? Ich musste, wie gesagt, ein bisschen was ändern an der Animation, dass das nicht so sehr laggt. Ja, das sieht dann schon so ein bisschen... Bau jetzt hinter uns zu, ich bin jetzt mal asozial. So, die können alle hier bleiben. Gehen wir ein Stück weiter runter. Verreckt. Oh, jetzt habe ich dich zugebaut, Alex. Ja, danke dir. Okay, ja, das ging eigentlich. Dann bauen wir jetzt wieder zu. Weiter geht's. Komm, go, go, go. Oh, da geht immer was hoch. Oh. Moment, was war denn das? Moment, jetzt? War das nicht bei uns im Stockwerk, doch? Doch, was? Hier. 5 Minuten, stellt euch die Uhr. Es ist jetzt 18.50 Uhr und 5.50 Uhr geht der PvP los. Okay. Das stimmt. Das geht, dann geht's ab. Wie gesagt, ich würde wieder wir sagen... Wir müssen ganz... Oh, da ist auch direkt... Also die Strategie, die bringt's wirklich weiter oben zu bleiben. Was kann man eigentlich so mit dem Bunker traden? Hier ist TNT. Ich hab... Nein! Okay, er hat sie hochgejagt. Ah, weg! Boah, Alex, hast du was abgekriegt? Der Chunk Boah. Ist gestorben und der James auch. Oh mein Gott, es gab einen Terrorist. Ein terroristischer Akt. Die IS ist jetzt auch noch hier vor Ort, oder was? Es gab einen Terroristen. Ey, seht ihr, was da Lava runterkommt? Oh Mann. Wer war das? Wollen wir nicht einfach hier runtergehen? Da sind wir ein bisschen schneller. Alter, wisst ihr, das ist saugefährlich, ohne Spaß. Wenn es Spieler gibt, die sneaken sich hinter das TNT. Oh, dann ein anderer Spieler kommt. Wir sind TNT. Hier ist überall. Leute, wir müssen raus. Raus. Lass mal schnell rausgehen, die Tür nicht mehr aufgeht. Wenn genau. Die Lava die Technik. Ich hab noch zwei Hebel. Ja, aber wenn die Lava die Technik kaputt macht. Ich denke mal, ich animiere mal das Feuer ganz schnell. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, ich glaube, es fängt gleich erst an zu legen, wenn wirklich... Moment. Ein terroristischer Anschlag. Ey, warum kann ich? Oder Alex. Hier war Lava, hier ist Lava direkt neben. Oh, shit, ja. 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 Alter, Freunde, es sieht gar nicht gut aus diesmal. Ich habe ja gesagt, wir warten zu lange oben. Ja, die kommt hier rein, die ist jetzt im Stockwerk, wir sollten jetzt echt runtergehen. Oh, hier explodiert es, direkt neben mir, oh. Ja, wo bist du? Bist du unter uns? Ja, ich will jetzt runterkommen, auf jeden Fall. Gut, machen wir. Chunkmine, du hast mich umgebracht, der Chunkmine hat ja Selbstmordattentäter gegeben. Ja, boah, ist das Gebäude kaputt. Hat das TNT gezündet. Ich hab's ganz irgendwie. OMG. Der Moment, wenn die Drogen nachlassen und du in der ISIS bist, ne? Oh, da unten. Eine Truhe mit einem Hebel drinne. Hammer nice. Ist, glaube ich, gestorben, ne? Der Start. Oh Gott, raus hier. Aber von niemandem anderen. Hier ist es aus Licht, das ist schon sowas von tot, hier funktioniert gar nichts mehr. Oh. In diesem Aufzugsschacht hier ist alles voller Lava hier drin. Hier fackelt alles gleich ab, ohne Spaß. Luki, wollen wir die mal hier ein bisschen zubauen? Boah. Und uns einen eigenen Vorteil verschaffen? Einfach Endo zubauen. Ja, mach. Lass machen. Schauen wir ab. Luki. Ihr Knilche. Asozial, Luki. Alter, ich hab sau viel zugebaut, kann das sein. Wofür hat man sonst eine Wolle? Okay, Alex, jetzt sind wir ab sofort alleine gestellt. Wir und der Grey Atom, der hängt es immer noch mit uns ab. Oh, das ist schon wieder da. Oh, nein! Hey! Alex, wir müssen raus, ohne Witz. Wir müssen jetzt wirklich raus, es ist Zeit. Asozial! Nee, lass den Kevin da drin! Uncool! Jetzt bist du der Frau eingesetzt. So, den töten wir jetzt, den Kevin! Und dann haben wir noch Internet-Lags!
Kevin. Leute, das ist Kevin, echt uncool. Ich glaube, es wird Zeit für eine Entschuldigung, oder? Ja, ja, es tut mir leid, ich werde es nie wieder machen. Kein Problem, komm raus. Kein Problem, Kevin. Spaß, du musst da drin bleiben, bleib da drin, komm. Du hast Zeit, auch über nachzudenken. Ich habe euch auch eben geholfen, wie euch Leute angegriffen haben, Leute. Sollen wir ihn rauslassen? Ja, bitte. Kevin, ja, das bringt wirklich, nichts. Jetzt wird's hier wirklich warm. Liegt an mir, ich bin so heiß. Oh, oh Luki, lass mich heiß. Okay, okay, wir lassen ihn raus. Okay, ja, ja, du darfst. Oh. Ja, man hat das Glück gehabt, ey, ohne Witz. So, jetzt, ja, auch, jetzt hast du noch Zeit zu rennen. So, gehen wir mal runter ein Stück noch. Ich sag aber euch eins, wenn die Lava jetzt ins Treppenhaus kommt, sind wir total am Arsch, ne? Ja, wobei... Und die ist sowieso hier schon überall, die ist hier bei uns, die ist hier mit einem... In einer Minute geht der PvP an, wir müssen uns jetzt was überlegen, wir müssen tiefer runter. Über uns ist der Cry-Atom noch, ja, der hängt müssen, da rum. Kannst ja, ja, bauen wir zu, bauen wir zu, rückwärts. Lass dich mal direkt mit runter in den PvP-Bereich. Ja, komm, kommt alle hinter mich, dann bauen wir zu hier, oder? Ja, ah, ja, ja, komm, gehen wir alle an Kevin vorbei. Bitte, okay, Luki, scheiß auf Luki, wir gehen jetzt weiter. Ey, da, hier im Treppenhaus... Es brennt, raus. Das finde ich eigentlich noch relativ passend. Ah, runter! Au! Überall! Au! Ich habe mich in den Stockwerk retten können. Hier ist eine Bombe! Oh je. Diesmal war mal zu lange oben. Ja. Alter! Ey, warum hört das nicht auf zu brennen? Warum höre ich nicht auf zu brennen? Oh nein, ich sterbe, Leute! Du musst gleich aufhören. Ich sterbe auch, ich bin so gut wie tot. Nee, ich lebe noch. Oh. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Oh, Beine sind weg. Ich bin tot. Ach du Scheiße, Mann. Ey, ich hab einmal angefangen zu brennen und es hat nicht mal aufgehört. Hier ist eine Bombe. Ja. Alter, einfach nach vorne mit der Hand schlagen, dann kriegt ihr eine Liste von allen Spielern, die noch leben. Und dann könnt ihr das ist interessant. Moment, was muss ich machen? Mit der Hand nach vorne schlagen, einfach schlagen nach vorne. Ah, okay, alles klar. Wieso, wer lebt denn da noch? Ich spanne mir hier den Weg. Alter, Kevin, du kommst da nicht mal raus. Dann könnt ihr euch den Leuten teleportieren. Durch die Bombe kommt der raus. Boah, wir hätten das irgendwie... Leck mich am Arsch, ey, der kommt da raus. Moment, welcher Höhe waren wir denn? Du kommst da gar nicht mehr raus, Kevin, du hast gar keine Chance, Mann. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber... Dieser Weg wird steinig und schwer und heiß. Wir begleiten ihn. Wir begleiten ihn, können wir... Kevin, oh, Kevin, der Kevin geht jetzt ja verreckt. Nein, noch nicht. Komm, ich will sehen, wie du stirbst. Das ist ja echt ein Spießrutenlauf hier. Ja, noch nicht. Ey, wie kann das sein? Kevin, wie kann das sein, dass du einfach aufhörst zu brennen? Weil ich habe einmal gebrannt und es hat immer aufgehört. Ja, weil du ständig in Feuer reingelaufen bist. Was? Dann war das Samantha Lakes, weil irgendwie bin ich so, im Feuer. Ich sneake jetzt hier ein bisschen, damit mich die Leute nicht sehen. Ja, ich bin gleich tot. Oh. Ich kämpfe gerade. Hier fightet der Luki und der Black Shadow. Luki gibt's ihm. Ja, der Luki gibt ihm Beef. Komm, halbes Herz. Luki, ich helf dir! Ich geb dir jetzt böse. Alles jetzt! Und ich bin tot! Komm! Ja! Kevin, wenn du jetzt schnell bist, dieser Black Shadow, der hat kaum Leben. Den wummst du jetzt. Ey, aber das ist diesmal schon extrem. Keiner verkräftet sich hier an uns. Noch zehn Spieler sind's. Also diesmal ist schon ein bisschen härter. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich da nochmal rauskomme, aber mittlerweile. Ja, aber echt, ey, Kevin, mittlerweile bin ich da gar keine Chance mehr gegeben. Wir haben zu lange gewartet. Das war schon man unterschätzt das immer wieder. Das ist unfassbar. Aber auf diesem Plugin hier ist es wirklich extrem, wenn man da etwas pennt und dann hat man verkackt meistens. Wir hätten Kevin nicht mobben sollen. Aber das war jetzt ein gutes Beispiel, dass man sich halt immer noch aus aussichtslosen Lagen retten kann, indem man ein bisschen du hattest aber auch Glück, dass da eine Bombe war, ne, die dir den Weg freigesprengt hat, ne? Das war Terroristen im Irak, die sprengen sich den Weg frei. Alles klar und so. Ja. Hallo Akbar. Der Harald hat so schön geprickelt in meinen Bauchnabel. Boah, kennst du das? Kennst du dieses Bild mit der fetten Frau, die dann so eine komplette Sektflasche im Bauchnabel hat? Buh. Nee. Besser so eigentlich. Die haben mich voll zugebaut. Klingt sehr verstörend. So, tippt euch mal zu Shadow 124816. Das ist der eben bei uns auch war. Der ist noch ganz oben. WTF. Bobby baut mich hier zu. Das kriegt Bobby jetzt erstmal mit der Schlagroute. Der kann das Ding nur. Oh, die geht doch beide auf mich. Das ist doch also zu mir, Alter. Ich weiß, der Shadow, der ist, ja. Ah, ich glaube, ich werde das so machen. Jawohl, er ist in die Lava. Jawohl. Ich glaube, ich werde das so machen, wenn keiner gewinnt, gucke ich, wer am höchsten ist und der hat gewonnen.
Oh, dann so mach ich's. Ja, das wäre cool. Aber da musst du aufpassen, dass da oben niemand campt. Da müsste das ganze Gebäude aus Lava sein. Aus brennbarem Material. Aus Lava. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Jetzt gehe ich nochmal hoch, dann bumse ich den da oben. Boah, aber hier brennt aber auch alles gerade, ne? Boah, ich höre es hier wirklich überall. Auch im... Oh! Ja! Das ist ja unspielbar hier von den Legs her, ne? Also, fuck. Aua! Boah, schon wieder, ne? Obwohl du permanent nach unten läufst, ne? Nee, ich bin hier nochmal hochgegangen. Jetzt bin ich aber hier in der Lobby. Da, stirbst du jetzt noch endlich. Ey, da, guck mal, aber Kevin, guck mal, hier ist schon überall Lava, ne? Also du hast eigentlich schon voll verloren. Ich? Ja, du. Los, Selbstmord! Schnell. Ich hab den unbedingt ist schon klar, der Zeitwanderer hat sich verpisst. Oh, ne? Ich seh's gerade. Das Wort ist, der ist in der Bank und der campt da rum. Oh, das ist noch ein Bug. Nenn ich mal so. Ich glaube, ich lasse hier erstmal alles abbrennen, dann komme ich nämlich hier durch. Der steigt in ein Auto von Newcastle City. Der ist jetzt in einem Auto von Newcastle Kevin, City. Siehst du mich? Ja. Oder bin ich Vanish? Nee. Ich bin direkt bei dir. Aber ich lasse jetzt hier erstmal alles abbrennen, bevor ich hier vorbeigehe. Du weißt schon, dass wenn das abgebrannt ist, kommt die Lava, ne? Aber ich meine, hast keine andere Wahl. Obwohl, der rennt einfach durch, Badass hier. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt verreckt er, ganz sicher. Vor allem, wenn er so leckt. Ja, der verreckt. Ja. Und tschüss, ja. Kevin. Das war's. Zu lange gewartet, Kevin. No. Schade, noch 30 Sekunden. Ja, da ist er weg. Ja. Alter, das ist, Aber es ist hart, ne? Man darf wirklich nicht zu lange warten. Es macht aber wirklich mehr Spaß, wenn man... Also Thunderbird wartet da irgendwo. Wirklich lang oben zu bleiben. Der Shadow läuft da oben rum im Gebäude, der hat es irgendwie gepackt, das zu überleben. Ganz okay, er muss mehr brennbar sein. Das, mal gucken, was man da noch so machen kann irgendwann im Tower. Der Zeitwanderer hat da wisst ihr, was der Smiley gemacht hat? Ah, das war's. Okay. Ihr glaubt nicht, was der User Smiley gemacht hat. Er ist abgehauen? Der ist in die WGL-Arena gegangen und hat da einen Borgier-Fight gemacht, mit den Borgies, die da stehen. Okay, läuft bei dem. Das hat er gemacht. Läuft bei dem, ja. Ja. Nee, was ihr noch machen müsst, ist, ihr müsst noch so einen ganz hohen DDR... Moment, sorry, restarting. Müssen noch so eine DDR-Wand da drüber, also drumherum ziehen, ne? Um das Gebäude. Das ist eine Mauer. Ja, yeah, die Mauer. Eine DDR-Wand, ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, Freunde. Außer wir, damit die User nicht mehr abbauen. Wir hatten nie die Absicht, eine Mauer zu bauen. Aber wir tun's trotzdem. Der schöne kleine Schlinge hier. So sieht's aus. Das ist keine Mauer, das ist deine Wand. Der hat zu viel Verstehen Sie Spaß geguckt anscheinend, dieser Typ. Wer war das nochmal? Wie hieß der noch? Das war der erste Ministerpräsident von... Dieser alte Mann da. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, genau. Ja. Der hat so einen sächsischen Dialekt gehabt. Ich bin schon ein bisschen senil, deswegen weiß ich nicht, was ich sage und was wir dann tun im Endeffekt. Ja. keine Garantie auf Richtigkeit. Ich schweife so ein bisschen ab. Also, ich denke, das war wirklich sehr interessant, ne, dieser Wargear-Fight, weil... Wargear-Fight, wo bin ich denn jetzt? dieser Lara-Run, Mann. Der war schon sehr unterhaltsam, weil, wie gesagt, wenn man das unterschätzt, hat man verloren. Das haben wir jetzt ganz gut beim Kevin gesehen. Kevin ist rausgekommen noch, ne, du bist rausgekommen. Aber bist dann permanent nach unten gelaufen, aber hattest keine Chance mehr, da dann noch lebend rauszukommen im Endeffekt, ne? Nee, aber es macht mehr Spaß als alles andere, muss ich sagen, also... Und wie schon gesagt, da kommen auch noch, ich glaube, mehr Maps, ne? Du machst noch verschiedene Maps drauf. Ja, mal gucken, vielleicht ein Wargear, vielleicht einer von 5 oder sowas und dann mit dem TNT-Kanon beladen oder sowas. Ich hab ein Error. Ah, okay. Oh, das wäre auch cool. Na, wobei ich nicht weiß, ob das mit dem V5, weil er halt nicht so hoch ist, ne? Das wird wohl das Problem sein. Ja, dann machen wir eine Mauer drum und gucken, wie lange am längsten überlebt. Aber in diesem mega langen Lava-Run da müsste, aber wenn ihr das machen wollt mit V5, dann müsst ihr hingehen und müsst wirklich so eine Mauer drumherum ziehen und dann die komplette Fläche füllen mit Lava, dass das wirklich keinen Spielraum gibt dann zum Überleben, ne? Das ganze Woggy ersetzen, alles brennbar machen und dann... derjenige, der sich halt den besten Platz aussucht, der gewinnt dann halt, ne? Mhm. Ja. Ja, oder ihr könntet auch noch Wolkenkratzer nehmen von uns, weil wir ja haben hier ja den auch neuesten noch von euch, den 1.8er. Den könnt ihr auch noch nehmen. Ja, aber da müsst ihr jede Menge ersetzen, ne? Ist das so viel? Das ist viel. Der ist der robust gebaut. Da ist Eisen drin, da ist Leben drin, das ist alles nicht brennbar. Machen wir einfach alles zu TNT. Genau. Das ist die einfachste Lösung. Wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum anderen Video. Macht's gut. Ciao. Tschö.